Eine alte Fichte wird eingeschlagen. Baumfellarbeiten im Stadtwald am Taubenberg im Landkreis Miesbach. Dabei steht bei den städtischen Förstern immer das Prinzip Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das heißt, es wird immer nur so viel Holz eingeschlagen, wie nachwächst. Wir nutzen den Winter zum Einschlag. Das hat zwei Gründe. Zum ersten sind die Bäume aus dem Saft. Sprich, wir machen weniger Schäden, wenn bei der Fällung ein Baum an dem anderen streift. Das passiert. Da reißt es die Rinde nicht so weit herunter. Somit ist es weniger schadträchtig für die verbleibenden Bäume. Und der zweite wichtige Grund ist, dass einfach der Boden dann gefroren ist. Wir müssen sehr viel Wert auf gefrorenen Boden legen, weil nur dann eben diese Forstmaschinen ohne Bodenschäden fahren können. Ja. Der Holzeinschlag sorgt dafür, dass wieder mehr Licht auf den Boden kommt. So kann die zweite Generation gut nachwachsen. Naturverjüngung heißt das in der Fachsprache. Große Maschinen wie hier den Vorwader oder den Harvester braucht es für die Holzernte. Denn es muss schnell gehen. Die frostigen Tage werden aufgrund des Klimawandels immer weniger. Der Rohstoff Holz ist klimafreundlich und deshalb auf dem Markt sehr begehrt. Die großen Maschinen bringen die Bäume zur Forststraße zum Abtransport. Doch leider, so das Kommunalreferat, werden auch Sabotageakte betrieben. Vermutlich Umweltaktivisten sehen in den Maschinen eher Kahlschlag als nachhaltige Waldpflege. So wie hier im Forstkasten. Am 7. Januar wurden hier im großen Stil Reifen zerstochen und die Fahrzeuge mit Parolen besprüht. Die Polizei ermittelt. Da haben unsere städtischen Förster tatsächlich am Morgen erstmal einen Schrecken gekriegt. Einen Schrecken nicht nur deswegen, weil man sich denkt, eigentlich ist man ja für den Wald unterwegs und tut sein Bestes, um den Wald hier gut aufzustellen, sondern ein Schrecken natürlich auch deswegen, weil man sich fragt, was kommt gegebenenfalls als nächstes. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe als Landeshauptstadt München ganz klar, eine rote Linie aufzuzeigen, zu sagen, wir können uns gerne über den richtigen Weg streiten. Wir können gern Argumente austauschen, für und wider. Wir können uns gern ins Benehmen setzen, miteinander unterhalten. Aber was nicht geht, ist, dass einfach über Nacht unsere Maschinen beschädigt werden, unser Eigentum zerstört wird und vielleicht natürlich auch der Schritt zur nächsten Aktion nicht mehr weit ist. Mir ist es ganz wichtig, der Wald ist eine Kulturlandschaft, ja, zu großen Teilen, in dem naturverträglich das Holz, dieser tolle CO2-neutrale Rohstoff Holz, gewonnen wird. Wir achten sehr auf eine naturverträgliche Gewinnung dieses Rohstoffes. Aber klar, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das heißt, ich appelliere einfach an die Bevölkerung, den Schmutz, der auf der Forststraße entsteht, dadurch, dass wir einfach Dreck aus den Rückgegassen mit unseren Reifen, mit unseren Bändern raustransportieren, dass sie den ein Stück weit akzeptieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das sind überhaupt keine Schäden an den Forststraßen. Und wenn wir mit dem Holzeinschlag fertig sind, werden wir diesen Schmutz auf den Forststraßen wieder entfernen. Und im nächsten Frühjahr sieht das alles wieder tipptopp aus. Waldspaziergänger sollten diese Absperrungen unbedingt respektieren. Denn innerhalb dieser Gebiete herrscht akute Lebensgefahr. Weder sollte man umstürzenden Bäumen zu nahe kommen, noch denen im Einsatz befindlichen großen Maschinen.